nur das Lumi-Fail, das sollte man spammen, wie sonst was. Finde ich schon. Spammt mal Lumi-Fail. Und wenn ihr nicht den Sound spammt, spammt einfach in den Chat. Ganze Zeit Lumi-Fail. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich einfach mal kurz auf Lumi. Schon alleine für das Installieren von dem Text-Chat da. Lumi-Fail. Lumi always fails. Oh, scheiße, ich kann ja nicht zum Schmied gehen. Heute ich glaube, du hast nicht genug Loyalitätspunkte. Warum kannst du nicht zum Schmied gehen? Dann müsstest du es heute trotzdem offen haben. Das fängt erst 22 Uhr an. Ich kann, weil die Veranstaltung vorbereitet wird, Ben. Achso, wir dürfen nicht in die Stadt rein, oder was? Ja. Achso. Dann kann ich auch mein Dingens nicht abgeben. Links unten. Was willst, kannst du nicht? Da kann ich auch nicht zu Gunther gehen. Nee. Dann hat Ochi auch nicht genug Loyalitätspunkte. Es kam nämlich nichts. Ochi, mach mal Ausrufezeichen Salat. Salat? Ja. Du hast aber auch Ideen, wie du das nennst, ey. Bei mir gibt's Salat. Ich bin eine Schildkröte und Schildkröten mögen Salat. Oh, feier. Es ist natürlich logisch. Wir müssen eigentlich gehen. Fertig. Ach so, Ben, hast du schon rausgefunden, wie das geht, dass die Sounds einfach unterschiedliche Cooldowns haben? Weil, Ochi, bei dir geht es jetzt nämlich nicht, weil du gerade eben das Partyhorn gemacht hast. Jetzt musst du eine Minute warten oder sowas und dann geht auch das Lumi-Fail. Du müsstest halt den Cooldowns runtersetzen, wie wär's damit? Ja, aber ich habe die ja für einzelne Sachen eingestellt, aber trotzdem gelten sie irgendwie übergreifend. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich auch nicht. Gucken, schreibt die Chatbot-Leute, die Streamlabs hier am Kürbis. Ich hab's Ben nicht verstanden, was? Schreibt die Streamlabs-Leute auf Twitter an und fragt. Wir haben Kürbisse, warum? Ich weiß nicht, was bei Lumi-Fail eigentlich passiert. Bin ja nicht so. Warte. Oh, ich muss mich bei Twitch an meinem Handy nochmal an. Mist. Jetzt bin ich aus dem Chat raus. An, Mist. Ja. Genau. Wo kommt die Kürbisse? Kürbisse? Ich habe aus Kürbissen bis jetzt, glaube ich, fast immer Saat gemacht, tatsächlich. Der Samen. Hause mal. Kürbisse sollten wir aufheben, ne? So, jetzt muss ich raustappen. Hi, Sylph, du hast nichts verpasst. Doch, du hast eigentlich verpasst, wie Lumi wirklich 20 Minuten gebraucht hat, um ihren Switch überhaupt Zeug einzurichten. Das kommt dann. So, Ochi. Der war ja vorhin schon da, das hat er mitbekommen. Dann ist er abgehauen. Verständlicherweise. Wäre ich auch an deiner Stelle. Ich wäre da nicht abgehauen, ich hätte dich ausgelacht. Ich weiß, weil du ein sehr asozialer Mensch bist. Das stimmt gar nicht. Ich hätte dir außerdem dabei geholfen, aber ich hätte dich dabei ausgelacht. Außerdem habe ich dir ja sogar geholfen. Ja. Das tut mir nicht so, als wäre ich asozial. Bist du. Ich bin B-sozial. Benni ist nie asozial. Weißt du warum? Weil er mit uns streamt. Also, spielt. Was ist denn daran nicht asozial? Ja, ich sage ja, ich bin B-sozial. Wenn er mit uns spielen würde, wäre er asozial. Auf was für Ideen wollt ihr mich bringen? Er meinte, warum nicht auslachen und dann einfach gehen? Okay, das ist so eine Variante. Nein, das ist nicht. Aber das ist eine ganz schön fiese Variante, muss ich mal zustimmen. Ja, so ist mein Chat. So ist mein Chat. So seid ihr. Ganz schön asozial. Fies. Ja. Ist so? Guck mal, wie lieb mein Chat ist. Bei mir schreibt einfach niemand ein paar Leute schon mit zu, hoffe ich. Ich kann jetzt nicht, dadurch, dass ja die App nicht geht, kann ich auch nicht sehen, wie viele Leute zuschauen. Da müsste ich raustappen. Ich kann bei mir nachgucken. Jibbidi, wenn es geladen hat. Ah, du gute, einer. Sehr gut. Das bin ich, wahrscheinlich. Hä, wie kommt man in den. Ah, man kommt auch hier runter, das ist ja cool. Moment, dann bist du gerade zum ersten Mal unten rausgegangen. Benni, hast du schon gewusst in dem verbotenen Wald, dass man hier auch noch einen Schritt nach unten kommt und dort noch mehr Hartholz bekommt? Nee. Wo gut. Nach unten? Das weiß ich jetzt auch nicht. Warte, ich komme gleich zu dir, ich angel noch einen Fisch. Es sind nur alle Monster besiegt, also du kannst so völlig frei hierher kommen, Benni. Dann komme ich halt mal Hartholz holen. Du bist schüchtern, zurückhaltend, solide und brav. Das glaube ich dir nicht. Wie alt ist der? Ich habe keine Ahnung, wie alt OG ist. Sowas frage ich meine Gäste nicht. Wie alt bist du, OG? OG, das klingt sowieso wie der Innentyp bei GTA 4 war's.
Da gab es so ein OG, oder? War das besser an San Andreas? Der war an San Andreas. Ja, war ich der Meinung. GTA, was ja, San Andreas. Hahaha, ha, ha, ha. Ich habe gerade noch eine Bezeichnung gesucht. Oh, Alter, ich bin so fertig. Na, hier kann man noch runter gehen. Nee, komm mal mit. Kommen wir schon, wir kommen hier schon. Also hier, dass es hier unten weitergeht, sehe ich gerade, aber hier geht's durch, okay. Ach, nee, das wusste ich nicht. Ich dachte, es gibt nur die vier. Cool. Hm. Ich dachte ja auch mir, die Auflösung so scheiße, dass ich das nie gesehen habe. Ich stand gerade hier und habe einen Slime besiegt und habe unten gesehen, dass da Hartholz ist. Dann dachte ich mir so, nein, muss der irgendwie hinkommen. Sehr schön. Tiere? Felix sorgt wieder für Aufklärung. Ja, ich bin quasi Diener von den Gutenberg. Ha, 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 ha. Nee, der hat kopiert. Du bist der Erklärbär. Aber Salat kriegst du auch bei Stardew, Sift. Was? Aber nur im Frühling, glaube ich. Nein, bei mir im Chat, beim Zusehen, kriegt man, egal ob man bei Dota oder bei Stardew zusieht, kriegt man Salat. Ich glaube, müssen wir gleich noch was zu essen holen. Salat! Ey. Ich habe gerade Hunger. Irgendwie. Ja, Hunger kriege ich auch gerade schon wieder, aber ich kriege immer beim Zocken Hunger. Weißt du, was es bei mir heute gibt? Ich habe gar nichts gegessen seit 14.30 Uhr. Weißt du, was es bei mir heute gibt? Im Hintergrund offen ist für Salat, denk dran, dass du nicht das Video mutest, sondern oben im Browser. Und viel Erfolg beim Zocken. Das zählt nicht, wenn du das Video mutest? Nein. Warum das? Ich habe es erklärt bekommen, dann weiß Twitch, dass du eigentlich nicht zuschaust. Aber wenn du im Browser mutest, dann kann das Twitch nicht nachvollziehen. Und dann zählst du weiterhin als Zuschauer. Lol. Du kannst zumindest aber. Hat mir das letztes jemand erklärt. Das glaube ich irgendwie nicht, weil ich habe schon Loyalitätspunkte gekriegt, wo ich Leute gemutet den ganzen Tag lang hatte. Hast du sie im Browser oder im Video gemutet? Ich habe das Video von Twitch gemutet, aber nie den Browser-Tab gemutet. Keine Ahnung, das hat letztens jemand zu mir gemeint. Und seitdem mache ich das dazu. Ich mute immer den Browser-Tab. Das ist mir zu wuschelig, ich muss rechts klicken, beim anderen muss ich bloß einmal links klicken. Wo ist der Unterschied, ob du jetzt einmal rechts oder einmal links klicken? Du musst aber einmal rechts klicken und dann noch links klicken für Tab-Muten. Also in Firefox muss ich bloß immer links klicken. Ich weiß gar nicht, was ich klicke. Ich mach's einfach. Du klickst oben. Reflexklickerei. Wann ist denn dieses Geisterfest eigentlich? 22 Uhr geht es los. Zu spät? Ja, Geisterfest. Oh, klingt irgendwie. Nee, stimmt. Nee, bei uns kommen die Geister am Tag, Lumi, ja? Mm. Halloween machen wir jetzt auch 12 Uhr mittags. Weil das ist viel gruseliger, wenn dann jemand so kommt als Steuererklärung verkleidet. Also 12 Uhr mittags überhaupt wach sein ist gruselig. Ja, dann müssen wir ja eigentlich 7 Uhr früh bei dir anfangen. Stell dir mal vor, da klingeln so früh 7 Uhr, richtig Sturm klingeln, so ein paar kleine Belger und sagen, oh Süßes Gott. Oder Saures? Also die Belger, die bei mir um 7 Uhr morgens klingeln, um Süßes oder Saures zu machen, die überleben den Tag nicht. Ja, die machen ja, aber dann bei dir Saures. 5 Euro, wenn du aufhörst. Nee, die kriegen Saures, aber richtig Saures. Wie dann? Kommen wir wieder zum Habeschen zurück. Ich muss mal rausfinden, wo Lumi wohnt irgendwann und dann mal vorbeischauen. Nein, musst du nicht. Ah, doch, dann kann ich dich schön früh um 7 wecken. Wenn du das machst, dann finde ich raus, wo du wohnst und dann komme ich nachts zu dir. Ich muss gar nicht rausfinden, wo du wohnst, fällt mir gerade so ein. Wieso? Ich habe deine Handynummer. Und? Es gibt nicht so viele Leute, die ihr Handy nachts wirklich auf Flugmodus oder lautlos machen. Ich hab's immer lautlos. Ich hab's auch immer lautlos. Standard. Und im Übrigen allein habe ich es schon deswegen auf lautlos, weil ich ja zu Zeiten schlafe, wo sehr viele Menschen anrufen. Ich wäre total dumm, wenn ich es nicht lautlos stellen würde. Ich hab's immer lautlos. Und auch wenn sich mein Vater aufregt, dass ich es gefälligst auf laut stellen soll, werde ich das tunlichst vermeiden. Ich hab's nicht immer auf lautlos. Ich hab's nur auf lautlos, wenn ich arbeite oder in der Uni sitze. Und dann vergesse ich. Auf Arbeit kann mich sowieso keinen Schwanz anrufen, weil ich ja arbeiten bin. Ich sage auf Arbeit ist meins auch. Da ist noch ein Harz. Warum nimmst du das Harz nicht mit, Lumi? Oh, das sieht nur aus wie Harz bei mir. Schweinerei. Ich wäre verarscht von dem Spiel. Was, Harz 4? Ich werde einfach vom Spiel verarscht. Ich mache jetzt aber erstmal das Geisterfest. Also erst 18 Uhr. Dann ist ja auch bald schon Winter, gell? Ja. Dann in 2 Tagen ist Winter, ja. Das schaffen wir heute wahrscheinlich noch. Also wir stellen uns richtig doof an. Da gehen ja unsere ganzen Pflanzen dann ein. Deswegen pflanzen wir auch die ganze Zeit schon nicht mehr. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Dann können wir nur noch keine Pflanzen mehr pflanzen. Aber wir können dann den Winter über schon ein Harz ernten für Dünger. Keine Pflanzen mehr pflanzen? Wie aufschlussreich. Ist das Gewächshaus schaffen wir leider nicht. Da fehlt uns eigentlich noch.
große Ziegenmilch, großes Ei, Wolle. Oh, verdammt, ich hab die Hacke mitgenommen. Ich wollte die Axt mitnehmen. Wo kriegt man denn ein Entenei her? Verdammte Axt. Wo kriege ich denn ein Entenei her? Ups. Felix, wir sagen nichts. Wahrscheinlich von irgendeiner Ente. Find's raus, Ben. Find's raus. Was sagen wir nicht? Lumi, der hört dir nicht zu. Ist auch nicht schlimm, weil er dir auch nicht zuhört und damit ergeben sich keinerlei Probleme. Ja. Ja, hasst mich, ich merke das schon. Nee, wir finden es nur lustig, dass du niemanden zuhörst. Abgrundtief. Ich möchte, dass du stirbst. Ey, sowas sagt man nicht mal im Spaß, finde ich. Ach, komm ich mit Blauen. Ich muss mir auf Arbeit viel anderes anhören. Macht nicht besser. Ich weiß auch ganz genau, wie es gemeint ist. Dass er sterben soll. Ich habe heute zu meiner Senior-Operatorin gesagt, genau, du bist ja sonst immer ganz lieb. Und da hat sie mich so anguckt, das war sarkastisch gemeint, oder? Und ich so, nein, das war ausnahmsweise mal echt gemeint. Die so, da kann ich auch ein liebes Gesicht machen. Du siehst im Reinraumanzug sowieso nur die Augen. Siehst ja nie die Grimasse, die sie da schneidet. Hat hier jemand schon alles abgeholzt? Hier sind ja gar keine Bäume mehr. Eventuell sind da gerade ein paar Heuschrecken drüber geflogen namens Ben und Felix. Oh. Warum sagt ihr mir das nicht, wenn ich jetzt extra die Axt hole? Weil wir nicht wussten, dass du da runter gehst, um irgendwas abzuholzen. Vor allem in den Wald, du meinst eher Lichtung, oder? Ich meinte eigentlich die Gegend unter uns. Die den ehemaligen Wald. Die Lichtung. Jetzt habe ich Granatabwischelee, dass ich nicht... ich gehe schon rüber. Es ist gleich 22 Uhr. Ja, ich hab Granatapfelgelee. Ach egal, scheiß drauf. Ich gehe mit Granatapfelgelee dahin. Sollen wir da eigentlich was mitnehmen bei der Geisterparty? Brauchen wir was? Nein. Komm jetzt rüber. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ein Diamant habe ich auch. Sehr schön. Los bei dir. Ich muss da heute etwas Stress verbreiten. Also zumindest von Arbeit heim. Ich stehe jetzt da und warte. Wir auch. Wo bist denn du? Ich stehe unten und. Nee, die heutige Veranstaltung. Wir sind nach rechts gelaufen von unserem Dingens. Ich war schuld. Ich bin 21.50 Uhr bin ich hingelaufen und deswegen. So. Reden. Aber Tante Mani, ich will in das Labyrinth. Oh, das Labyrinth war cool, das müssen wir machen. Ich habe keine Angst. Wieder. Hattest du einen produktiven Herbst? Wollen wir uns eine Kürbislaterne als Rezept holen? Es wird langsam kalt. Die Pflanzen nicht, werden nicht viel länger. Hast du schon, oder? Ich hab die Vogelscheuche schon geholt. 5000 für die Sammlervogelscheuche. Oh, kommt ihr mit mir ins Labyrinth? Kommt ihr mit mir ins Labyrinth? Ja. Aber die Kürbislaterne ist kein Rezept. Oh, da ist das Rezept. Ah, nehmen wir mal, alles gut. Labyrinth, 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 Labyrinth. Red das mal mit den Leuten hier. Ist voll der Spielverderber. Bin ich doch schon mal lang gegangen. Nein, warte. Gucken wir jetzt den an, der hier in der Ecke steht. Lol, was macht ihr da? Die Dämpfe aus diesem Kessel, sie machen mich ganz schwindelig, aber ich kann mich einfach nicht abwenden. Oh, du hast mich gefunden. Ehrlich gesagt hatte ich zu viel Angst und wollte mich hier verstecken, aber verrate es niemandem. Benni, hast du das Labyrinth schon mal gemacht? Ich sehe, dass du da oben rumsprintest und ich bin... Ja, ich habe schon mal bis durch hier, also hier durchgespielt. Das habe ich schon, ja. Okay. Aber ich rede trotzdem mit den Leuten gern. Wir werden keine Rücksicht nehmen. Oh, Hände, Hilfe. Das ist merkwürdig, aber wie komme ich dorthin? Moment mal, was macht denn der? Es muss hier irgendwo einen geheimen Durchgang geben. Ja. Was macht denn der rauschende Fernseher da hier? Ich kann nicht weiter spinnen. Ja. Wie ihr merkt, liebe Zuschauer, wir sind im Spooktober angekommen. Also ich gehe da weiter mal aufs Klo, während ihr hier eben mit allen sprecht. Spooktober. Ich würde gerne in das Haus hier rein. Hallo? Kann man nicht, ne? Nö. Das ist merkwürdig. Hier ist eine Sackgasse. Schon doch gar nicht. Ich hätte schwören können, jemand war vor mir auf meinem Weg durch das Labyrinth. Wo ist er oder sie hin? Ach, er rennt aber auch. Ich sprinte aber auch durch, Mensch. Wieso? Ich gucke mir jetzt wohl nicht akribisch genug an. Er hat mit den zwei Leuten nicht geredet und seitdem sperrt er vor mir vor am Weglaufen hier. Ja, guck mal, ich warte auf dich. Die sind aber ganz schön blind, wenn sie den Durchgang hier nicht sehen. Es soll so Leute geben. Moment mal, geht's hier nicht noch weiter nach rechts? Nee, geht's nicht. Okay. Ja, warum ist denn da überhaupt was drin? Das ist ja merkwürdig. Doch, es geht hier rechts. Doch, es geht hier rechts. Ha! So. Findest du es auch?
Ja, ja, gut. Goldener Kürbis. Yay! Kriegt jeder von uns einen? Ich habe einen erhalten. Ich habe auch einen erhalten. Hat Felix schon einen? Nö, der ist auf dem Klo. Ich würde da oben gerne mit dem Zauberer reden. Das stimmt, da kommt man aber nicht hin, ne? Weil ich weiß nicht. Ach so, ihr seid den Kürbis. Ja. Wir haben den goldenen Kürbis schon geholt, ja. Hol den dir, hast du den auch schon? Achso, ich krieg auch einen. Jeder kriegt einen. Goldene Kürbis mit dem irgendwas machen? Ich habe mich extra oben versteckt, damit... Erst Wert für, hat aber sonst keinen Nutzen. Okay. Ich nicht Spoiler. Ja, ich würd gern hier die Spinnenstatuen mitnehmen und ein paar von den Eiern. Eier? Links oben sind Spinneneier. Sind Spinneneier. Ich will die Spinnen... Ich bin cooler als die Spinneneier. Ich will die Spinneneier ausbrüten, damit wir dann Spinnen haben, auf denen wir reiten können. Das wäre fancy. Besser als Pferde auf jeden Fall. Nee, besser jetzt nicht, aber cooler. Das meine ich ja damit. Das ist ein Unterschied. Ich hab, dass die, ja. Für mich ist das halt besser. Ah, ich hab zu viel Angst. Geh nicht zu nah an den Käfig. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Skelette bewegen. Gruselig. Das ist so leicht zu beeindrucken in der Stadt, ne? Warum gibt es kein Kürbisbier mehr? Kürbisbier, ich will Kürbisbier. Hi. Eine meiner Iridiumkeulen würde kurzen Prozess mit diesen Teilen machen. Der Winter ist ja schon fast da. Die beste Zeit, um etwas Holz und Steine zu horten. Habt ihr jetzt das Rezept geholt für die Kürbislaterne? Ja, habe ich. Ich habe Maru schon seit Stunden nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ihr geht es gut. Ich finde es toll, mit Kürbissen zu kochen. So eine interessante Frucht. Warum gibt es kein Kürbisbier mehr? Oh, wir sollten Kürbisbier machen. Oh, ich habe Bock auf ein Bier. Magst du Kürbislaternen? Ich habe sie selbst geschnitzt. War das, ich habe Bock auf ein Bier, jetzt ein Dialog von einem Stürfling, oder? Nee, das war von mir, dass ich gerade festgestellt habe, dass ich Bock habe auf ein Bier. Ich trinke gerade Paulaner Weißbier, also beziehungsweise, nee, Duckstein, ja. Ich erschrecke mich so leid, ich lasse dieses das verfluchte Labyrinth lieber den jüngeren Leuten. Adler, what the fuck? Ich finde es gut, dass ihr einfach über mich drüber redet. Sehr gut. Also, du das nie machen würdest. Ich glaube, ich meinte damit, dass ich, wenn ich aufs Tor gehe, dass ich mir auf dem Rückweg einfach einen Radler mitnehme. Ach so, ich dachte, es gibt hier Sex oder Zeldas. Nee, Vincent ist beleidigt, weil ich ihn nicht in das verfluchte Labyrinth lasse. Aber er ist doch nur so klein. Meine Mutter lässt mich nicht in das Labyrinth. Passenderweise. Ja. Guten Abend, Ben. Warst du schon im verfluchten Labyrinth? Es ist ziemlich gruselig. Der redet weiter. Der Luis. Ich komme zu jeder Veranstaltung mit kostenlosem Essen. Du wirst mich aber definitiv nicht im verfluchten Labyrinth finden. Ah, hallo Ben. Es ist schon ziemlich kühl, was? Was ist denn das für eine Voice? Das war Elliot. Das war gruselig, war das. Das war Elliot. Der merkwürdige Mann, der in dem Turm haust, hat das alles selbst auf die Beine gestellt. Er hat niemanden in die Nähe gelassen, während er daran gearbeitet hat. So, also ich bin fertig, glaube ich. Mit Lido. Eingeredet. Lido. Wo muss man hin? Ja. Das war's schon, oder? Ja. Deswegen stehe ich hier drüben. Wo, was heißt denn hier drüben? Links? Also wieder rausgehen? Okay. Typ. Gehe ich mal ins Bett und gehe mal aufs Klo und hol mir was zu trinken. Wir müssen sowieso alle ins Bett. Alle auf einmal. Verkaufen wir den goldenen Kürbis jetzt einfach? Ich glaube, wir brauchen ihn nicht mehr, oder? Nein. Steht auch nur dabei, dass der einfach nur wertvoll ist. Man kann ja auch nicht mal irgendwo dekorativ hinstellen. Ich kann ja dann mal, wenn ich zu Gunder latsch, gucken, ob der Gunder den auch sammelt. Glaube ich nicht. Verkaufen. Er steht extra dabei. Er ist wertvoll, hat sonst aber keinen Nutzen. Ich kann ja dann mal gucken, ich muss Geoden. Lumi, geh jetzt einfach mal hier. Na? Ich habe meinen jetzt verkauft und gehe jetzt ins Bett. So. Und dann drücke ich auf Weiter und dann gehe ich mal ganz kurz für kleine Lumis. Geh mal. Das ist ja eine Brombeere, die hat ja nichts zu suchen. Ach Mensch, ich habe echt keine Ahnung von Sortiererei. Ich gehe jetzt endlich mal ins Bett klicken, damit ich weiterklicken kann, damit ich aufs Klo kann. Du wolltest aufs Klo gehen? Geh doch einfach aufs Klo. Ja, aber dann geht's ja nicht mehr weiter für euch. Am nächsten Morgen muss ich ja wieder OK drücken. Bin ja nicht in 2 Sekunden wieder hier. Ja, aber in 10 doch, oder nicht?
In 10 schon, aber in 2 nicht. Und ja, 2 Sekunden reicht ja wohl. Hättest du einfach gehen können, wärst du schon längst wieder da. Ich wusste ja nicht, dass ihr so lange noch braucht. Ich dachte, ihr geht auch alle ins Bett. Ich lege mich gleich wirklich ins Bett. Und dann spiele ich vom Bett aus. Und dann muss ich bloß meine Kamera ein bisschen rüberdrehen. Mach das. Machst du es wie ich im Liegen. 1025. Nur stört mich das weniger. So, warten auf die anderen Spieler. Ich bin mal kurz auf. Ich gehe aufs Klo. Das macht die Lumi froh.